1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Ausgabe für, was haben wir denn, Mittwoch, ne? Ja. Also, Uli und die schönsten Hotels der Welt. Ich bin in einem sehr romantischen Hotel heute unterwegs. Und ihr seht es schon, überall Noten auf den Türen. Es ist in Finsterwalde. Und Finsterwalde ist die Sängerstadt. Ja, und es ist durchaus romantisch hier, an jeder Ecke, wie ihr seht. Und ich werde gleich irgendwo mir einen Platz suchen, wo ich schauen kann, wenn Frankreich gegen Marokko spielt. Und ja, und dann werde ich hier singen. Ihr habt gerade gesehen, wie ich durch das Hotel geschlichen bin. Ich gebe es unumwunden zu, jetzt liege ich hier in meiner Luxus-Suite auf einer Matratze, die allerdings nicht so ganz optimal ist. Und habe natürlich geguckt, Frankreich gegen Marokko. Chris Kramer hat gerade gesagt, mir reicht das nicht, wie die Franzosen Fußball spielen. Junge, die sind im Endspiel. Er hat es dann auch relativiert, was er gesagt hat. Ja, war ein gutes Spiel, finde ich. Marokko sehr, sehr tapfer. Es hat nicht viel gefehlt zwischendurch und es wäre ein richtig spannendes Spiel geworden. Aber Frankreich, Fazit, verdient im Endspiel gegen Argentinien? Ich glaube ja. Ne? Dann stand für mich natürlich mit im Mittelpunkt, dass ein großer Kollege mit 65 Jahren aufhört zu arbeiten. Jedenfalls im ZDF. Ich glaube, er taucht irgendwo wieder auf. Bela Reti hat sich wunderbar verabschiedet. Auch bei all denen, die er nicht erreicht hat. Und das fand ich großartig. Es gibt immer Leute, die an uns, ich sag das mal bewusst so, rummäkeln, die uns nicht mögen. Und das hat er gerade so schön gekontert, der Bela. Ich fand, er war ein großartiger Reporter, eine sehr markante Stimme. Ja, er ist eine Legende. Und das können nur wenige in diesem Beruf sagen, dass sie das geschafft haben. Bela, du bist ein feiner Mensch, das weiß ich auch. Mit kleinen Sorgen zwischendurch und Nöten, wie wir sie alle haben. Aber danke, dass du so lange unser treuer Begleiter warst. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir dich das eine oder andere Mal noch sehen. Ich weiß nicht, ob er sich das jemals anschaut hier, aber ich kann das alles so gut nachempfinden und war gerade auch so ein bisschen ihm nahe, um es mal vorsichtig auszudrücken. So, jetzt kommt ein kleiner Hinweis, den ihr vielleicht für euren Fernsehalltag benötigen könnt oder auch nicht. Achtung, Martin, unsere Werbung. Im Januar heißt es wieder Robert. Jet Set, Baby. Wahnsinn. Mega. Mega. Nein, nicht schleimen jetzt. Nicht schleimen. Nein. Die neuen Folgen. Die Geissens. Eine schrecklich glamouröse Familie. Ab 2. Januar, 20.15 Uhr. So, und nach der Werbung sage ich euch, dass über Argentinien die Sonne scheint. Ich habe ja gestern darüber philosophiert, wie groß wird wohl die Unterstützung in Südamerika sein für Argentinien. Und dann hat mein Freund Holger Timrek, der in Peru lebt, wo es gerade auch mal wieder politisch, wirtschaftlich sehr unruhig ist, kein schönes Land, wo die Menschen dann auch ständig irgendwie aufeinander losgehen. Ich kann das nicht bewerten, was da gut oder schlecht ist, aber es ist eine Tatsache. Aber er hat mir dieses fußballerische Bild geschickt. Über Argentinien scheint die Sonne, über Südamerika zum Teil, da wo man für die Argentinier ist. Und damit sind wir beim Endspiel. Es wird ein schönes Endspiel. Argentinien gegen Frankreich ist gut möglich, dass wir am Ende doch enttäuscht sind, weil irgendwie die Taktik das Ganze prägen wird, aber ich hoffe nicht. Es gibt auch ein schönes Spiel um Platz 3, Marokko gegen Kroatien. Und ich sehe das gerade hier, wie die Marokkaner feiern und das auch mit Recht. Jetzt wird, glaube ich, gleich die Kollegin in Marokko dazu geschaltet. Und ich hoffe, dass es einigermaßen friedlich bleibt auf den Straßen von Paris. Die Marokkaner haben das alle genossen, diesen großen sportlichen Erfolg, die erste afrikanische Nation in einem Halbfinale. Das sehe ich gerade, in Marokko gab es Public Viewing. Also wir haben uns ja darüber beschwert, im Freien natürlich, Weltmeisterschaft im Winter. In Marokko ist es auch im Dezember
noch so, dass du abends natürlich auf irgendeinem Platz schön Public Viewing gucken konntest. Die Enttäuschung ist groß, aber der Stolz ist auch da, dass man so weit gekommen ist. Bei uns sind es gerade hier minus 10 Grad. Ich bin ja in Finsterwalde, wie ich euch schon gesagt habe. Hier gibt's das Lied, wir sind die Sänger von Finsterwalde. Und man glaubt immer, den Ort gibt es nicht. Nein, den gibt es doch und es ist ein sehr sympathischer Ort. Ich freue mich morgen hier auf Musik mit und von Noah Fischer, Saxophonist bei Udo Lindenberg. Dann wird Rüdiger Hofmann dabei sein. Ja, hallo erstmal, den ich lange, lange nicht gesehen habe, aber den ich mal 14 Tage mit nach Wimbledon genommen habe. Also ihr merkt, ich habe was zu tun. Liege hier rum in meinem Luxus-Apartment. Werde jetzt schlafen, weil ich heute Morgen sehr früh geweckt wurde vom Sportradio Deutschland. Mit denen spreche ich erst wieder übermorgen. Und sag, morgen geht's weiter mit Herz, Seele, Ball. Bela, ich denke an dich. Ich glaube, er kommt gleich nochmal im Fernsehen. Und er wird nochmal in irgendeiner Form geehrt und gewürdigt. Hat er verdient. Tschüss. Das war's für heute. Und wie denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.